Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 159 Wahrscheinlichkeiten Zweiter Teil. Als Hermine und Harry das Wohnzimmer betraten, wurden sie herzlich von Anne begrüßt, die in der Zwischenzeit zum vereinbarten Zeitpunkt von Sirius abgeholt worden war. Sag mal, begann Sirius an Remus gerichtet. Wo ist Tonks? Die kommt später nach, erwiderte Remus. Wir hatten keine Pläne gemacht. Erstens sind ihre Eltern noch immer im Urlaub und zweitens muss in diesem Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr arbeiten. Inzwischen ist gut, warf Harry amüsiert ein. Soviel ich weiß, musste sie auch direkt an Weihnachten arbeiten und ich denke, jetzt in diesem Moment wird sie auch noch im Ministerium hocken. Remus nickte, während er eine Luftschlange mit seinen Fingern in Einzelteile zerpflückte. Ja, aber dafür hat sie bereits fürs nächste Jahr den Urlaub bewilligt bekommen. Jeder muss mal ran und in diesem Jahr waren es unter anderem Kingsley und Tonks. Die weiß nicht, wann sie Feierabend machen kann, deswegen konnten wir für heute nichts planen. Remus blickte zu Anne hinüber und fragte. Und ihr beide? Ihr hattet doch sicherlich auch nichts vor, wenn ihr so kurzfristig bei Harry zugesagt habt. Mitnichten, sagte Sirius, während Anne einen Flunsch zog, was ihn ein wenig traurig zu stimmen schien. Wir hatten Pläne. Wir wollten bei Annes Mutter feiern, aber dann kam auch noch die Einladung von ihrem Vater und als der gehört hat, dass... Anne unterbrach und erklärte für alle. Meine Eltern verstehen sich nicht besonders und mein Vater fühlte sich gekränkt, weil ich zu meiner Mutter gehen wollte. Ich habe daraufhin meine Mutter angerufen und ihr gesagt, dass Sirius und ich zu ihr kommen würden, später aber noch zu Dad gehen wollten, weswegen sie sauer geworden ist. Sie machte eine ratlose Geste mit ihren Händen. Ich habe von diesen Kindereien die Nase voll und habe beiden abgesagt. Das war gestern gewesen. Ich hoffe, ich habe damit irgendwie ein Zeichen setzen können. Denn ich will mich nicht zwischen den beiden entscheiden müssen. Das ist schade, dass das der Grund ist, sagte Remus ehrlich. Aber ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Meine Eltern, begann Ginny, sind dieses Jahr in Rumänien. Ron und Angelina sind mitgefahren, um mit Charlie zu feiern. Er will nächstes Jahr aber herkommen, hat er gesagt. Ihre Augen glänzten, denn Silvester mit all ihren Brüdern war bisher immer eine wahre Pracht. Fernab jeglichen Zusammenseins las Severus allein in seinem Wohnzimmer den Abschnitt über Kalidita und dessen Experimente mit dem Gift eines Basilisken, welches sich als hilfreiche Zutat in einigen Heiltränken hatte beweisen können. Es fanden sich sehr genaue Angaben in dem Buch, wie viel Rückstände im Blut zurückbleiben würden, woraus er, wenn er das unregelmäßige und kurzzeitige Erwachen der Patientin und damit den geringen Abbau mit einbezog, errechnen konnte, wie groß die Menge des Toxins in dem Trank gewesen sein musste, mit dem Pansy Parkinson vergiftet worden war. Hermines Kopien beäugend, las er parallel nochmals die Zutaten, die man in Schlafes Bruder verwendete. Anhand der Größe der an Miss Parkinsons Schulter begutachteten Wunde, an der damals der Trank in den Körper eingedrungen sein musste, ermittelte er, wie viel von diesem unheilvollen Gebräu an dem Stichwerkzeug gehaftet haben musste. Das zusätzliche Gift, wie Severus herausfand, war sehr wahrscheinlich für das nicht vorhersehbare Erwachen der Patientin verantwortlich, denn die Wirkung von Schlafes Bruder war lediglich jene, dass der Körper wie tot schien. Ohne es zu wissen, hatte Bellatrix mit ihrem modifizierten Trank gleichzeitig auch auf das Gegenmittel hingewiesen. Es war das Basiliskengift, welches die Wirkung von Schlafes Bruder aufzuheben vermochte, die magische Lähmung sogar heilen könnte.
Die im Körper der jungen Frau vorhandenen Menge war jedoch viel zu gering, um erfolgreich auf das Nervensystem einwirken zu können, damit die Blockade durch Schlafes Bruder aufgehoben werden konnte. Stattdessen erwachte der Körper nur kurz aus seiner Starre und gaukelte Genesung vor, bevor Schlafes Bruder gegen den minimalen Anteil des Basiliskengiftes erneut die Überhand gewann und das Opfer zurück in die Todesstarre versetzte. Auf dem Stichwerkzeug, vermutlich der Klinge eines kleinen Messers, musste ein sehr dünner Film des Trankes gehaftet haben, was nur wenige Tropfen ausmachen würde. Doch die Menge hatte ausgereicht, um Miss Parkinson außer Gefecht zu setzen. Severus war davon überzeugt, dass er für das Gegenmittel mit kleinsten Dosen des Basiliskengiftes hantieren musste, die sich im Bereich von Mikrolitern bewegten, sehr wahrscheinlich sogar im Nanoliterbereich. Erleichtert war Severus, dass Calidita sogar die letale Dosis der Giftmenge, die die tödliche Dosis für ein Lebewesen ausmachte, in Tierversuchen ermittelt hatte. Mit einem Male musste er an Hermine denken, denn er war sich sicher, dass sie über die beschriebenen Versuche am Tier nicht sehr erfreut sein würde. Natürlich waren Experimente an elefantengroßen Abraxanern nur ein kleiner Anhaltspunkt, doch zumindest hatte er damit überhaupt ein Ergebnis, mit dem er arbeiten konnte. Bei Gelegenheit müsste er noch das Gewicht und die Größe der Patientin in Erfahrung bringen, denn nur so könnte er berechnen, welche Dosis für sie nicht mehr tödlich sein würde. Viele Schüler verabscheuten an dem Fach Zaubertränke eine ganz bestimmte Sache, und das war das Rechnen. Doch wenn man mit Mengenangaben konfrontiert war, dann kam man nicht darum herum, früher oder später auch Mathematik anzuwenden. Konzentriert berechnete er die mögliche Menge des Giftes, die Schlafes Bruder hinzugefügt worden sein musste, als sich plötzlich die Tür zu seinen Gemächern öffnete. Erstaunt blickte er auf. Zögerlich näherte sich Hermine ein paar Schritte. Severus, ich... Hermine, es wird Sie hoffentlich freuen zu hören, fiel er ihr ins Wort, dass ich die Lösung gefunden habe. Sie lächelte zaghaft. Ich wünschte, ich könnte das Gleiche von mir behaupten. Ihre Worte trafen ihn völlig unerwartet. Gerade eben hatte er noch einen Triumph in seiner Brust verspüren können, der einem Tränkemeister seines Kalibers nicht mehr allzu häufig vergönnt war. Denn die unerforschten Gebiete, auf denen sich erfahrene Meister bewegten, verwehrten einem oftmals den Erfolg. Ihre niedergeschlagen klingenden Worte hatten seinem Hochgefühl einen mächtigen Dämpfer versetzt. Doch anstatt, wie er befürchtete, auf das Buch angesprochen zu werden, welches sie mitgehen lassen hatte, sagte sie: Es ist schon 11 durch. Wir sind jetzt alle in der großen Halle und ich dachte, Sie würden vielleicht auch kommen, damit wir anstoßen können. Ich habe zu tun, redete er sich heraus. Weil sie daraufhin nichts erwiderte, widmete er sich wieder seiner Berechnung, um ihr mit Taten vor Augen zu halten, dass er nicht gelogen hatte. Das Einzige, das zu hören war, war das kratzende Geräusch seiner Feder. Einen Moment später blickte er auf und es erstaunte ihn, sie noch immer in seiner Tür stehen zu sehen. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie behilflich sein? Fragte er spöttisch. Albus und Harry hoffen auch, dass sie kommen werden? Auch? Wer hofft es denn noch? Er widmete sich wieder seinen Unterlagen, um deutlich zu machen, dass er nicht motiviert war, einer albernen Festlichkeit beizuwohnen. Ich? War ihre knappe Antwort gewesen. Wenn er ihr so leicht eine Freude machen könnte, dann sollte er vielleicht mitgehen, dachte sich Severus. Doch entgegen seiner Gedanken sagte er abweisend. Wie ich bereits sagte, habe ich zu tun. Ich bin mir sicher, dass Miss Parkinson sowie Mr. Zambini und deren reizender kleiner Lockenkopf mich einvernehmlich dazu anhalten würden, mit meiner Arbeit weiterzumachen, anstatt mich an alkoholischen Getränken zu laben, bis man sich an Mitternacht gegenseitig ein glückliches neues Jahr ins Ohr lallt
und im Anschluss sein Trommelfell einem ohrenbetäubenden Feuerwerk aussetzt. Aber es ist Silvester. Dieses Fest wird, wie andere auch, völlig überbewertet. Gehen Sie jetzt bitte, Hermine. Ich wünsche Ihnen von mir aus viel Spaß mit Ihren Freunden. Aber erwarten Sie nicht von mir, dass ich die Arbeit ruhen lassen werde, die für mich momentan wesentlich interessanter ist. Sie zählen auch zu meinen Freunden, machte sie ihm mit enttäuschter Stimme klar, bevor sie nachgab und ihn alleine ließ. Nachdem sie gegangen war, verfluchte er sie, denn mit einem Male war er nicht mehr bei der Sache. Die eigenen Berechnungen auf dem Pergament vor sich sahen wie chinesische Schriftzeichen aus, die er nicht mehr zu entziffern in der Lage war. Vielleicht, dachte Severus, sollte er damit lieber am nächsten Tag weitermachen, denn immerhin musste er sehr genau arbeiten, um Miss Parkinson nicht einer vermeidbaren Gefahr auszusetzen. Den Mangel an Konzentration schob er auf die vorangeschrittene Uhrzeit. Ein Blick auf seine Sanduhr verriet, dass es 20 nach 11 war. Durch seine vorangegangene Arbeit an Zahlen denkend, rechnete sich Severus aus, dass er nicht einmal 3 Minuten benötigen würde, um in die große Halle zu gelangen. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% würde er nach Betreten der Halle auf der Stelle ganz herzlich von Albus begrüßt werden, was ihm voraussichtlich 10 Minuten in der sicheren Obhut seines Mentors bescheren würde. Denn der Direktor verlor an solchen festlichen Tagen gern viele Worte. Weitere 10 Minuten könnte er herausschlagen, sollte er sich seinerseits auf eine Konversation mit Albus einlassen. Den Rest der Zeit könnte er damit verbringen, sich am Buffet zu bedienen, denn niemand der Anwesenden würde es wagen, das Wort an ihn zu richten, solange er etwas zu sich nahm. Die Verköstigung könnte er so lange hinauszögern, bis es sich um etwa 11:55 dem Zwang hingeben musste, ein Glas Hot Pint, einen Punsch aus Whisky, Eiern und Starkbier, entgegenzunehmen, welches er ungeduldig in der Hand halten würde, bis die Gästeschar völlig infantil die letzten 10 Sekunden bis Mitternacht laut rückwärts zählen verbringen würde oder leise mitsäuseln, wie eine angetrunkene Pomona es vor etlichen Jahren einmal getan hatte. Danach würde es wie üblich ablaufen, dachte Severus. Anstoßen, Glückwünsche anhören, er selbst hatte nie welche verteilt, 10 Minuten mit den anderen zusammen das Feuerwerk ansehen und die Gesellschaft heimlich verlassen, während die noch in den Himmel gaffte. Niemand würde damit rechnen, dass er sich doch noch zeigen würde, nicht mehr jetzt, wo Hermine sicherlich allen ausgerichtet haben musste, dass er nicht zum Mitgehen zu überreden gewesen war. Das Überraschungsmoment gehörte voll und ganz ihm und er wollte ihn nutzen, um besonders seiner Schülerin zu beweisen, dass seine Handlungen nicht vorhersehbar waren, wie sie es ihm schon mehrmals hatte einreden wollen. Ein Blick auf seine Uhr teilte ihm mit, dass er für seine Überlegungen ganze 10 Minuten benötigt hatte. Was ihn ein wenig verblüfft, doch noch viel überraschter war er von sich selbst, als er sich bereits auf den Stufen befand, die nach oben ins Erdgeschoss führten. In einer Festung in der Nähe von Clover fuhr sich noch vor Mitternacht Robert Hopkins mit flacher Hand über den Mund und als er etwas Schmieriges fühlte, da machte er Licht. Seine Finger hinterließen an dem Schalter, der in gemütlichem Gelb scheinenden Nachtischlampe, einen roten Film, weswegen er seine Hand betrachtete. Sie war voller Blut, dass sogar noch einige Tropfen auf das bereits befleckte Laken fielen. »Du wirst ihnen völlig ausgeliefert sein«, sagte eine raue Stimme. Hopkins blickte zum Fußende, betrachtete weiter hinten das Bild seines Vorfahren, der sich den weißen Spitzkragen zurechtzupfte, bevor er den im Bett liegenden anblickte. Der Mann im Gemälde schien sehr besonnen. »Davon bin ich zumindest überzeugt.« »Was meinen Sie?«
wollte Hopkins verwundert wissen. Eine Stimme hatte er schon einmal vernommen, aber dass sich der Mann in dem Gemälde nun auch noch bewegte, ließ ihn glauben, er wäre nicht ganz erwacht. »Du hast deine Aufgabe vernachlässigt!« Matthew Hopkins nahm seinen schwarzen Filzhut ab und fuhr mit den Fingern über die aufgeschlagene Krempe, bevor er einmal seufzte. Tadelnd warf das Gemälde dem Rothaarigen vor. »Seit Monaten!« »Aber es ist Winter!« verteidigte sich Robert, der über das ungewohnt viele Blut auf dem schneeweißen Kopfkissen genauso schockiert war, wie über die Tatsache, dass ein Gemälde mit ihm sprach. »Eine Ausrede ist das, weiter nichts!« zeterte der Mann im Bild. Robert nahm sich ein Stofftuch vom Nachttisch, mit dem er seine Oberlippe rieb, und war erschrocken, dass er noch immer blutete. Bisher war es nie so viel gewesen. »Du kannst reiben und tupfen, so viel du willst. Es wird nicht weggehen, bevor du nicht den Übeltäter erwischt hast.« Robert fragte sich, ob er den Mann in dem Gemälde ungestraft ignorieren durfte, denn er wusste, dass ein Ölbild nicht sprechen konnte. Andererseits hatte er Arnold und Alex einmal über sprechende Gemälde in der Zaubererwelt diskutieren hören und er wurde unsicher. Dieses Gemälde durfte nicht sprechen können, dachte Robert. Als hätte Matthew seine Gedanken gelesen, sagte dieser auch schon: »Doch ich kann reden, wie du hörst.« Aufgescheucht verließ Robert sein Schlafzimmer, um ins Bad zu laufen. Der eiskalte Steinboden brannte ihm an den Fußsohlen, doch das hatte den Vorteil, dass er spätestens jetzt hell wach war. Sein Spiegelbild versetzte ihn in einen weiteren Schock. Nicht nur sein Gesicht war komplett rot von dem Blut, das ihm während des Schlafes aus der Nase gelaufen war, sondern auch das Oberteil des Pyjamas. Für einen winzigen Moment glaubte Robert, dass die Lebenssäfte seiner Opfer an ihm hafteten. In Panik riss er sich das Oberteil vom Körper und warf es in die Ecke. Mit zitternden Händen füllte er die Waschschüssel mit kaltem Wasser, griff nach einem Lappen und wusch sich angeekelt das viele Blut vom Leib. Erst einige Minuten später, als er in dem angelaufenen Spiegel vor sich endlich sein sauberes Gesicht sehen konnte, da fühlte er sich ein wenig erleichtert. Zurück im Schlafzimmer betrachtete er das verschmutzte Bett. Er zögerte, bevor er die Wäsche entfernte und das Bett neu bezog. »Und du glaubst?« Robert drehte sich blitzschnell zu dem Gemälde um, welches abermal das Wort ergriffen zu haben schien, doch jetzt war es still. Ungläubig starrte er den unbeweglichen Mann an und er fragte sich, ob er sich das alles einbilden würde, doch da hörte er, wie Matthew Hopkins erneut begann. »Und du glaubst, dass du diese Belastung loswerden könntest, wenn du die verräterischen Zeichen verschwinden lässt?« »Was wollen sie von mir?« fragte Robert eingeschüchtert. »Du weißt es genau. Du bist immerhin genau wie ich. Man könnte meinen, wir sind ein und dieselbe Person, nicht wahr?« Der Hexenjäger in dem Gemälde setzte seinen Filzhut wieder auf, drückte ihn in eine angenehme Position und streckte den Rücken, bevor er stolz verkündete: »In meiner allerersten Stadt habe ich 19 von ihnen erwischt, Robert.« In Erinnerung schwelgend gab Matthew Preis. »Für die Arbeit habe ich 20 Pfund erhalten. Das war mehr als ein durchschnittliches Jahresgehalt, mein Guter. Von Mal zu Mal, von Stadt zu Stadt habe ich mich gesteigert. Ich bin besser geworden, habe sie viel schneller ausmachen können unter dem gewöhnlichen Weibsvolk.
Wobei ich durchaus eine Zeit lang der Meinung war, jede Frau wäre eine Hexe. Ohne auch nur einmal zu blinzeln, hatte Robert aufmerksam zugehört. Die verwirrende Situation konnte er trotzdem nicht begreifen. So sehr er sich auch anstrengte, mit einer Hand befühlte er seine Stirn, doch Fieber hatte er nicht. Sein Vorfahre richtete abermals das Wort an ihn und die antiken Pinselstriche warfen ihm vor. Du steigerst dich nicht? Ich habe es dir richtig vorgemacht. Nun kannst du das Werk vollenden. Oder glaubst du, du wärst nur durch Zufall auf den Geschmack gekommen, in meine Fußstapfen zu treten? Es liegt dir im Blut. Warum? Robert räusperte sich, bevor er erneut ansetzte und fragte. Warum können Sie sprechen? Flüsternd fügte er hinzu, als hätte er Angst, gehört zu werden. Das ist Hexerei! Du willst mich verbrennen? Stichelte Matthew. Gerade mich, der dir ihre Schwachpunkte nennen kann? Die Verführung war groß, von einem erfolgreichen Hexenjäger einige Tipps bekommen zu können, dachte Robert. Doch sich mit einem sprechenden Gemälde einzulassen, wäre Verrat an sich selbst. Dieser surreale Moment, den er gerade erlebt hatte, schleuderte ihn gedanklich etliche Jahre in die Vergangenheit zurück und er sah sich selbst als 16-jährigen Schüler eines privaten Internats, in welchem er die beste Ausbildung genoss, die man sich für Geld kaufen konnte. Seine Familie war steinreich. Er war steinreich. Eines Tages hatte er zwei Kommilitonen belauscht, die über ihn geredet hatten. Seine Gedanken wurden jedoch unterbrochen, als er erneut die raue Stimme seines Vorfahren vernahm. In nur 14 Monaten habe ich 232 Hexen überführen können. Und du? Seit wann machst du das jetzt schon? Seit 6 Jahren? Vielleicht 7? Nicht einmal die ersten 100 hast du voll! Der Hexenjäger schnaufte verachtend. Erinnerungsfetzen an seine Internatzeit flammten erneut in ihm auf und er hörte seinen Geschichtslehrer klar und deutlich sagen, als stünde er direkt neben ihm. In dem kleinen Örtchen Manningtree hatte Matthew Hopkins im März 1644 angeblich einige Hexen belauscht, die sich mit dem Teufel treffen wollten. Die Hexenhysterie war noch ganz jung und man glaubte, etwas gegen die verteufelten Dinge unternehmen zu müssen. Besonders der junge Hopkins fühlte sich dazu berufen, gegen die dunklen Mächte in den Krieg zu ziehen. Jedenfalls aus seiner Sicht der Dinge. Einige Mädchen, die an diesem Tag hinter Robert gesessen hatten, hatten ihr Kichern nicht unterdrücken können. Und so hatte er sich trotz seiner starken Kopfschmerzen, die ihn bereits einige Wochen begleiteten, zu ihnen umgewandt und sie gefragt, warum sie so albern wären. Ist das nicht dein Großvater? Sag bloß, du hast dich damit noch nie befasst. Die Mädchen kicherten erneut und hatten nicht bemerkt, dass es ihm eiskalt den Rücken heruntergelaufen war. Er musste erneut an die beiden Kommilitonen denken, die er belauscht hatte. Sie hatten über ihn hergezogen, über den Reichtum seiner Familie. Wenn du mich fragst, dann stammen die vollen Bankkonten von dem ganzen Geld, das dieser Typ für die Hexen bekommen hat, hatte der Blonde gesagt. Du kannst doch aber nicht alle Generationen einer Familie verurteilen, nur weil einer der Vorfahren mal richtig Mist gebaut hat. Mist gebaut? Hopkins war ein sadistischer Mörder und er hat das von der Regierung auch noch sehr gut bezahlt bekommen. In diesem Moment hatte Robert das seltsame Gefühl gehabt, die beiden würden über ihn reden. Der Schock über das Erfahrene hatte so tief gesessen, dass er all seinen Mut zusammengenommen hatte und nach der nächsten Stunde seinen Geschichtslehrer fragte, ob Matthew Hopkins tatsächlich einer seiner Vorfahren wäre.
Warum recherchieren Sie in den Ferien nicht selbst, Mr. Hopkins?« hatte sein Lehrer ihm abweisend geantwortet. Doch den Ratschlag hatte er beherzigen wollen. Bei seiner Ahnenforschung war er auf die ganze Wahrheit gestoßen und die hatte ihn völlig aus dem Sattel geworfen. Die Kopfschmerzen, die während seiner Nachforschung immer häufiger aufgetreten waren, veranlassten ihn dazu, alte Bücher zu lesen, in denen die von Hexen angewandten Kräfte beschrieben wurden. Die Ernüchterung war so groß gewesen, nachdem er über Schadenszauber gelesen hatte, denn da wusste er zum ersten Mal, dass es jemand auf ihn abgesehen hatte. Jemand verhext ihn aus der Ferne und zauberte ihm diese Kopfschmerzen herbei. Irgendeine Hexe musste darauf aufmerksam geworden sein, dass sein Vorfahre ein berüchtigter Hexenjäger gewesen war, und er verdächtigte natürlich sofort die beiden Kommilitoninnen, die ihn deswegen im Unterricht auf den Arm genommen hatten. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart hin und her schwankend, verweilte sein Blick einen Moment lang auf dem Gemälde in seinem Schlafzimmer, als dieses von ihm wissen wollte. »Sag, wann genau hast du mit der Reinigung angefangen?« »Ich...« Robert musste kurz überlegen. Die Kopfschmerzen erschwerten es, einen klaren Gedanken zu fassen. 7 oder 8 Jahre sind es her.« »Wer war die Erste gewesen?« fragte der Hexenjäger. »Melly und Bianca.« Die Mädchen aus dem Internat, die er etliche Jahre nach der Schulzeit überraschend aufgesucht hatte. »Ich war mir sicher, dass sie es gewesen waren. Aber es hat danach nicht aufgehört.« Mit ihrem Tod war der Kopfschmerz nicht verschwunden und auch nicht mit dem seines ehemaligen Geschichtslehrers. »Ich sag dir, Robert, du wirst nicht ruhen, bis du alle erledigt hast.« »Wie viele gibt es?« fragte Robert unsicher nach, denn er hatte nicht die leiseste Ahnung. Wie viele es gibt, hatte der junge Robert auch damals schon gefragt, als er das erste Mal in seinem Leben in der Bibliothek einen Computer benutzt hatte, mit dessen Hilfe er im Internet nach Hexenvereinigungen suchte. Die Anzahl der Mitglieder, die heutzutage nicht einmal mehr Scheu davor hatten, sich öffentlich der Hexerei zu bekennen, war angsteinflößend gewesen. Dass es eine von denen sein musste, hatte sich Robert selbst eingeredet. Doch um gegen diese gefährlichen Personen eine Chance zu haben, benötigte er Verstärkung. »Wen hast du an deiner Seite?« fragte die Stimme aus dem Gemälde. »Ein paar Männer und Frauen, etwa über 20 insgesamt«, antwortete Robert gewissenhaft, wenn auch eingeschüchtert. Von oben herabblickend schüttelte Matthew verächtlich den Kopf. »Über 20! Und dann hast du nicht einmal 100 Hexen dingfest machen können? Ich habe mit einem guten Freund John und einigen«, Matthew lächelte verschmitzt, »Assistentinnen in kürzester Zeitspanne mehr geschafft als du mit über 20 Leuten. Ich sollte dir wirklich Tipps geben, wie du sie besser erkennen kannst.« Noch immer davon schockiert, dass ein Mann in einem Gemälde mit ihm sprach, sagte er scheu: »Nein, das ist Hexerei. Sie dürfen gar nicht sprechen können.« »Überleg gut«, drohte Matthew zischend, »wen du hier der Hexerei beschuldigst.« »Ich...« Matthew fuhr ihm über den Mund. »Vielleicht ist es auch einfach ein Wunder, dass wir uns unterhalten können, obwohl uns Jahrhunderte trennen. Meine Familie war geachtet und gottesfürchtig. Mein Vater war ein angesehener Vikar in Great Wenham in Suffolk. Meine Brüder hatten Stellungen inne, von denen andere Menschen ihr Leben lang träumten. Einer war sogar Minister in Southampton.« Elegant hob Matthew eine Augenbraue, bevor er hinzufügte: »Und ich
habe ihnen in Ruhm und Ansehen nachgeeifert. Ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn ich hatte im Sinn meines Vaters gehandelt, Gott hab ihn selig, und im gleichen Atemzug mehr Geld als meine Geschwister verdient. Es geht nicht ums Geld, flüsterte Robert. Es geht um... Mit einer Hand berührte er seinen Kopf, der erneut zu Schmerzen begann. Vielleicht solltest du noch etwas schlafen und morgen im neuen Jahr machst du neue Pläne, schlug Matthew vor, und Robert, weil es in seinem Schädel so sehr pochte, kam dem Ratschlag liebend gern nach. Der Steinboden hatte Roberts Füße vor der Kälte schon ganz taub gemacht, und so wickelte er besonders sie sorgsam in die Bettdecke ein, bevor er das Licht löschte. Dabei einen Moment zögerte, weil ihn das Blut an dem Schalter anekelte. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.